Im Herzen Frankens, an der Regnitz mit ihren heute sich noch drehenden Wasserrädern, liegt Erlangen, im Mittelalter als Stadt erbaut, geschichtlich aber bedeutsam als letzte vom Zweiten Weltkrieg verschonte, auf dem Zeichentisch geplante barocke Stadtanlage Deutschlands. Im Radensgau lag das kleine Dorf Erlangon, das Kaiser Heinrich II. Im Jahre 1002 der Kirche Johannes des Täufers in Würzburg schenkte und das 1017 in den Besitz des Bistums Bamberg überging. Der Name deutet auf eine Siedlung des 5. Jahrhunderts, Erlwang, das ist der Abhang eines Berges, der schmale Rhein an einem Bach, der Schwabach, bestanden mit Erlen. Südlich dieses Flusses ließ Karl IV. Eine Stadt mit Mauern und Toren errichten, nachdem er im Dezember des Jahres 1361 das Gebiet vom Bamberger Bischof Luitpold von Bebenburg käuflich erworben hatte. Diese Siedlung mit ihren ungefähr 45 Häusern und etwa 300 Einwohnern entstand auf dem Hügel, der im Westen von den Regnitz, im Norden von den Schwabachniederungen begrenzt wurde. Im Osten schützte die Stadt ein kleiner Bach, der heute verschwunden ist. Westlich, außerhalb der Mauern, wurde die Burg als Sitz des kaiserlichen Amtmanns errichtet. Gebaut nach 1361, wurde sie im Dreißigjährigen Krieg 1634 zerstört und 1782 vollends abgetragen. Das Bild zeigt sie im ausgehenden 18. Jahrhundert als Ruine. Nur wenige Schritte weiter nach Westen erhebt sich auf einem Sporn, der weit in das Regnitztal vorspringt, die älteste Kirche Erlangens, das Martinskirchlein. Im 18. Jahrhundert barock verändert und mit einer Zwiebelhaube versehen, ist ihr Mauerwerk im Kern noch romanischen Ursprungs. Schon 1002 urkundlich erwähnt, zeugt doch ihr Patrozinium von höherem Alter. St. Martin, Bischof von Tours, war der Heilige der Franken, weshalb man die Ursprünge dieser frühen Pfarrkirche auf die Zeit der fränkischen Landnahme datieren darf. Weitgehend im originalen Zustand erhalten, trennt auch heute noch die mittelalterliche Stadtmauer die Altstadt von den Schwabachtalfeldern. Der Name Saugraben kündet davon, dass hier einstmals die Erlanger Bürger ihre Schweine hüteten. Weiter östlich trifft die Stadtmauer auf die Bayreuther Straße. An dieser Stelle stand bis vor 100 Jahren das Bayreuther Tor, wie es heute noch in einer Abbildung im Stadtmuseum zu sehen ist. Entlang der Bayreuther Straße finden wir ein für die Bauweise Erlangens typisches Ensemble. An den in das Schwabachtal vorspringenden Geländesporn, wahrscheinlich einem Königshof von 1129 bis um 1400, dem Ansitz der ehemaligen Ritter von Erlangen, schmiegen sich kleine Häuschen, einfach gebaut, mit gleicher Trauf- und Firsthöhe ein einheitliches, anheimelndes Bild abgebend. Im Süden erscheint dominierend aufragend der Turm der Altstädter Kirche zwischen den Häusern. Er beherrscht mit seiner geschweiften Haube und der darauf gesetzten Laterne das Bild der Erlanger Altstadt. Links und rechts auf dem Baukörper flankiert von den markgräflichen Landesherren. Zwischen 1711 und 1721 entstand er in schlichter barocker Form zusammen mit der Altstädter Dreifaltigkeitskirche. An ihrer Stelle stand ungefähr seit 1383 eine der Muttergottes geweihte gotische Kirche.
Nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg fiel sie nach dem Wiederaufbau, jetzt bereits der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht, beim großen Brand der Altstadt 1706 den Flammen zum Opfer. Nur ein gotischer Kelch, das älteste Kirchenbuch und 5 aus Holz geschnitzte Heiligenfiguren überdauerten die Zerstörungen. Fast schmucklos entstand die barocke Saalkirche aus den Trümmern. Zu ihrer Fertigstellung musste sogar eine Lotterie ausgeschrieben werden, da die verarmte Bevölkerung die Mittel nicht aufbringen konnte. Typisch für den Stil der Markgrafschaft Bayreuth im Barock sind die Empore mit der herrlichen Orgel und der Kanzelaltar. Nicht aus Gründen der Sparsamkeit, sondern aus liturgischen wurden Altar und Kanzel vereinigt. Im Zentrum des Martin-Luther-Platzes, dem Marktplatz des alten Erlangen, stand im Mittelalter das Rathaus. Nach dem großen Brand von 1706 wurde es auf die Ostseite des Platzes verlegt, dorthin, wo im Mittelalter die kaiserliche Münze stand. Über dem Balkon weist noch heute das Wappen der Erlanger Altstadt, ein über eine Stadtmauer steigender böhmischer Löwe, auf die einstige Verwendung dieses von 1731 bis 1736 erbauten Gebäudes hin. Östlich der Kirche, auf dem Gelände des spätmittelalterlichen Friedhofes, erstreckt sich der Altstädter Kirchenplatz, heute als Fußgängerzone ein Ruhepol in der Stadt. Unter seinem Pflaster verlaufen weiträumige Keller, in denen einst das Bier eingelagert wurde, das von einer der vielen, früher berühmten Brauereien gebraut wurde. Noch 1850 war Erlangen die bedeutendste Exportbierbrauereistadt Bayerns, vor München und Kulmbach. Die älteste Exportbierbrauerei war die Erichbräu, auf deren Gelände die Stadt Erlangen unter Wahrung der historischen Fassade zum Altstädter Kirchenplatz das Betreuungszentrum Drei Zedern für Senioren und Behinderte errichten ließ, vorbildlich in jeder Beziehung. Nicht weit vom Martin-Luther-Platz führt ein schmales Gässchen zum ältesten erhaltenen Haus der Stadt, dem Badhaus. Im Obergeschoss, leicht vorkragend, ruht es auf einem Zwinger der Stadtmauer, der hier in das Überschwemmungsgebiet der Regnitz, die Fuchsenwiese, als Befestigungswerk vorsprang. Als Hoheitszeichen ist in die Mauer eingemeißelt das Wappen der fränkischen Hohenzollern, die seit 1402 Herren dieser Stadt waren. Ein viergeteilter Spitzschild, der früher sicher einmal ihre schwarz-weißen Farben zeigte. An dieser Stelle trifft die mittelalterliche Stadtmauer auf die Ummauerung der sogenannten Neustadt, die, nach 1708 entstanden, der letzteren Schutz bot. Noch bis weit ins 19. Jahrhundert wurden jeden Abend die Tore geschlossen. Der Plan von Johann Christoph Hohmann aus dem Jahre 1721 zeigt deutlich die Entwicklung Erlangens.
nördlich der Altstadt die Curia, im Mittelalter Ansitz der Ritter von Erlangen. Südlich anschließend die kaiserliche Stadtgründung, heute Altstadt genannt. Nach dem großen Brand wurde sie in Anlehnung an die Bauweise der kurz vorher entstandenen Neustadt von dem Bayreuther Oberbaumeister Gottfried von Gedeler im barocken Stil mit fast rechtwinkligen Straßen und traufseitigen Hausfassaden wieder aufgebaut, sodass heute die meisten Häuser der Neustadt älter sind als die der Altstadt. Weiter nach Süden erstreckt sich die auch Hugenottenstadt genannte barocke Stadtanlage, die von Johann Moritz Richter als Idealstadt mit rechtwinkligen Straßen auf dem Papier geplant, auf Befehl des Markgrafen Christian Ernst nach 1685 entstand, um reformierte Glaubensflüchtlinge, die Hugenotten, aufzunehmen. Sie brachten die Kunst der Strumpfwirkerei, des Teppichwebens, der Handschuh- und Hutmacherei sowie der Lederbearbeitung nach Erlangen. Einen besonders guten Ruf erreichten die Erzeugnisse der Erlanger Gobelin-Manufaktur aus dieser Zeit, von denen eins wieder im Schloss hängt. Die neue Siedlung, bis zur Vereinigung mit der Altstadt im Jahre 1812 Christian Erlang genannt, entstand als eigenständige Gemeinde südlich der Altstadt auf freier Flur mit dem Grand Place, dem heutigen Schloss- und Marktplatz, als Zentrum. Um diesen gruppierten sich rasterartig, streng rechteckig geformte Häuserblöcke. Diese traufseitig angeordneten zweistöckigen Gebäudereihen waren nur an den Ecken der Principale Rue, der heutigen Hauptstraße, von Richthäusern unterbrochen, welche durch drei höhere Geschosse Akzente in die ansonsten gleichmäßige Häuserzeile setzten. Die im Vergleich zu den Nebengässchen auch für barocke Verhältnisse breite Principale Rue durchschneidet als Symmetrieachse zwei breit hingelagerte Plätze, die je von einem wuchtigen Baukörper dominiert werden sollten: der Marktplatz von dem nicht ausgeführten Grand Maison de Manufacture, der Gobelin-Manufaktur, an deren Stelle das auf der Ostseite errichtete Schloss dem Platz seinen beherrschenden Eindruck vermittelt, und der Hugenottenplatz, Place devant le Temple, vom Tempel der Hugenottenkirche. Der sich östlich an das Schloss anschließende fürstliche Garten verhinderte die streng symmetrische Ausführung des richterschen Planes, der nur auf der westlichen Seite durch die als Ringstraße gedachte Grande Rue, der Heuwag- und Goethestraße, seine ursprüngliche Ausbildung erfuhr. Erinnerungstafeln an manchen Häusern der Goethestraße zeugen von Universitätsprofessoren, die in ihren Studierzimmern auch ihre Vorlesungen abhielten. Aus dieser Zeit stammt der Spruch: andere Städte haben eine Universität, Erlangen ist eine Universität. Der Sitz der Verwaltung dieser Universität ist heute das Schloss, das 1700 bis 1704 zuerst von dem Erbprinz Georg Wilhelm, dann von seinem Vater Christian Ernst durch Antonio della Porta und nach dessen Tod durch Gottfried von Gedeler errichtet wurde. Zweimal diente es als Witwensitz. Die Witwe Markgraf Georg Wilhelms residierte hier 1727 bis 1735 und 50 Jahre ihres Lebens, nämlich von 1764 bis 1814, verbrachte die zweite Gemahlin Markgraf Friedrichs nach dessen Tod in diesem Schloss, das sie mitsamt dem Schlossgarten der Universität vererbte. Über dem Hauptsims halten wilde Männer Wappen und Markgrafenkrone. Die Attika zieren, dem Schlossplatz zugewandt, Figuren von Jupiter, Herkules, Mars, Minerva und Juno. Symbolfiguren der vier Elemente, die Darstellungen von Tag und Nacht und der vier damals bekannten Erdteile sehen hinab auf den Hugenottenbrunnen. An
An den Gründer der Universität Friedrich erinnert das von Schwanthaler geschaffene und anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Universität 1843 von König Ludwig I. von Bayern gestiftete Denkmal vor dem Schloss. Nachdem das Schloss 1814 ausgebrannt war, zog Sophie Caroline bis zu ihrem Tod 1817 in das schräg gegenüberliegende sogenannte Stutterheimsche Palais, das 1728 bis 1730 von dem Amtshauptmann Christian Hieronymus von Stutterheim als repräsentativer Adelssitz errichtet wurde. In den Jahren von 1836 bis 1971 residierte hier die Erlanger Stadtverwaltung. Heute hat die Stadtbücherei hier ihr Domizil. Auf die Hugenotten zurück geht der Brunnen im Parterre des Schlossgartens, der in der Basis Frauen und Männer in französischer Mode des Barock gekleidet und darüber Muschelbecken mit Flussgöttern, antiken Gottheiten und Adlern zeigt. Gekrönt wird er vom Markgrafen Christian Ernst, über dem einst die Fama einen Siegerkranz hielt. Errichtet in den Jahren 1705 und 1706 von dem Bayreuther Hofbildhauer Elias Renz, dient er dem obersten Ziel, den Markgrafen zu verherrlichen. Auf der Nordseite wird das Parterre des Schlossgartens von der Orangerie abgeschlossen, die ursprünglich zur Überwinterung der Orangenkulturen, aber auch für festliche Veranstaltungen diente. Ebenfalls in den Jahren 1705 und 1706 von Gottfried von Gedeler errichtet, ist sie wohl der harmonischste und gelungenste barocke Bau Erlangens. Der prächtige Stuck aus der Entstehungszeit im Inneren des Wassersaales gibt auch heute noch vielen Veranstaltungen ein festliches Gepräge. Auf der gegenüberliegenden Seite des Parterres lag einst die Schlosskirche, genannt Konkordienkirche, da 1710 ihre Einweihung mit der 50-Jahr-Feier des Ritterordens de la Concorde zusammenfiel. Ursprünglich war geplant, ein der Orangerie entsprechendes Gebäude zu errichten. Ausgeführt wurde aber nur der Mittelbau. Weiter im Osten erinnert ein Brunnen an den bekannten fränkischen Dichter Friedrich Rückert, der als Professor in Erlangen lehrte. Südlich vom Schlossgarten steht in der Fahrstraße das Vaterhaus des größten Sohnes der Stadt. Es war Georg Simon Ohm, der bedeutende Physiker, nach dessen wissenschaftlicher Leistung das Ohmsche Gesetz benannt wurde und der hier seine Jugendzeit verbrachte. Nördlich vom Schlossgarten liegt das ehemals markgräfliche Opernhaus, 1715 bis 1718 entstanden, ist es heute das älteste noch erhaltene Barocktheater Süddeutschlands. Ausgestaltet zu seiner jetzigen Schönheit 1743-44 durch Giovanni Paolo Gaspari. Vielfältig waren somit die Beziehungen Erlangens zu Berlin, bevor die Stadt 1792 unter die Krone Preußens kam. Denn Gasparis Theater- und Kunstbegeisterte Gönnerin war Wilhelmine, die erste Gemahlin des Universitätsgründers Friedrich, eine Schwester Friedrichs des Großen.
an die Zeit, da der Rektor der Universität noch Disziplinargewalt über seine Studenten ausüben konnte, erinnert der Karzer im ehemaligen Wasserturm, einst Speicher für die Brunnen im Schlossgarten. Manche Inschrift kündet von hartem Lager bei Wasser und Brot. Bevor 1806 Erlangen dann französisches Fürstentum unter Napoleon wurde, bestanden schon viele Beziehungen mit Frankreich. Von dort kamen die Hugenotten, die zwischen 1685 und 1693 ihren Tempel, die heutige evangelisch-reformierte Kirche, errichteten. In dieser wurden noch bis 1830 Predigten in französischer Sprache gehalten. Erst 1732 bis 1735 wurde der Turm vorgesetzt, an dessen Stelle vorher ein Mittelrisalit den Bau schmückte. Vom Kranz des Turmes aus hat man eine herrliche Aussicht über die Stadt. Die beachtenswerte Querhaussaalkirche ist im Innern gemäß den liturgischen Regeln der Reformierten äußerst einfach gehalten. Durch die Emporen wird ein fast vollständiges Oval geschaffen, das auf die Verkündung der Heiligen Schrift als zentrales Anliegen hinführt. Nur die Orgel ist prächtig ausgestattet, ansonsten ist die Kirche weitgehend schmucklos. Auf dem Gelände des ehemaligen Friedhofes stehen heute die Pfarrhäuser, die mit ihren für Erlangen typischen Umgängen im Hof ein malerisches Bild bieten. Die Keimzelle der Universität war die ehemalige Ritterakademie, im Jahre 1700 vom Oberdirektor der Erlanger Neustadt, Groß von Trockau, als Verwaltungsschule für den Adel gegründet, die dann 1743 in der Universität aufging. Nur die Außenmauern der früher unmittelbar angebauten Sophienkirche, von 1703 bis 1826 Universitätskirche, künden heute noch von dieser einstigen Stätte der Wissenschaft. Im Hof dieser Ritterakademie wurde dann 1723 bis 1737 die Neustädter Kirche errichtet, die heute auch als Universitätskirche dient. 1830 wurde ihr Turm mit einer Haube bedeckt. Blickt man nach Norden, hat man eine für Erlangen typische Aussicht. Als Straßenabschluss erscheint der Turm der Altstädter Kirche nicht zufällig, sondern sorgfältig auf dem Reißbrett eingeplant. Von der Ritterakademie nach Osten wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts die Friedrichstraße angelegt, damals die vornehmste Erlanger Straße mit ihren Adelspalästen, unter anderem dem Egloffsteinschen Palais. Die Friedrichstraße weist die für Erlangen typische Architektur auf. Zweigeschossig, mit gleicher First- und Traufhöhe zeigen die Häuser ein fast gleichmäßiges Aussehen in der Perspektive. Aufgelockert wird diese Reihung durch geringfügige bauliche Veränderungen an den Gebäuden, die verhindern, dass Langeweile aufkommt. Als wichtigstes hervorzuheben sind die Dachaufbauten. Dach- und Schleppgauben wechseln sich ab. Zwerchhäuser beleben die Dachlandschaft. Die für Erlangen typischen Aufzugserker, an denen einst die Lasten in die Speicher gehievt wurden, ragen in den Straßenraum und vermitteln ein anheimelndes Gefühl. Die Hausfronten selbst variieren im Wechsel von Korbbogen- und Stichbogentor, in der unterschiedlichen Gestaltung der Gesimse und in der Rhythmik der Fenster, die wiederum durch ihre verkröpfte Umrahmung die Fassaden profilieren.
Nicht zu vergessen sind Pilaster und Lisenen, mit denen die Gebäude geschmückt sind. Mit einfachen Mitteln hat man bei der Erbauung der Erlanger historischen Innenstadt Architektur betrieben, um den Bewohnern eine wohnliche Heimstatt zu geben. Unsere Zeit setzt andere Akzente. Hochaufragend und monumental sind die Bauten, schmucklos, streng und nüchtern ihre Formen. Statt Sandstein, Holz und Verputz dient Beton und Stahl als Baustoff. Gerade deshalb ist es wichtig, die kleinteilig gebaute Erlanger historische Stadt zu erhalten und zu pflegen.